Hallihallo zu Schoki Banoki. Deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi. Und ich bin der Till. Ja, und der Till ist manchmal so ein bisschen weich. Ne? Hallihallo. Hier ist Schoki Banoki. Ja, ich kann nicht immer so aggressiv auf die Menschen zugehen wie du so. Ja. Kann so, ich nicht. Kannst du nicht. Naja, macht ja nichts. Heute haben wir den 30. Oktober. Wir sprechen heute über den 30. Oktober. Und wir haben wieder ein aggressives Geburtstagskind, hätte ich fast gesagt. Aggressiv? Ja. Naja, doch, eigentlich schon. Also, wie ist das Geburtstagskind? Die Hand Gottes. Diego Maradona. Ach so, Diego. Ja, ja, riesengroßer Fußballer gewesen in seiner Zeit. Naja, groß nicht, aber. Nee, aber richtig geiler. Bekannt. Hm? Richtig geiler. Also der hat es alle weggehauen im Prinzip. Wurde ja auch Weltmeister 1986, was ich nicht gut finde. Ja, weil Leute gegen Deutschland natürlich, ich habe das auch live gesehen, ne? Live? Ja, 1986, hast du das 1986 nee, gesehen? Nee, die erste Weltmeisterschaft, die ich irgendwie bewusst gesehen habe, war 90. Och, da hast du gleich mit Weltmeisterschaftstitel angefangen. Natürlich. Das, weißt du, ich musste da hinarbeiten. Ich habe 82 geguckt, haben wir im Finale verloren. Ich habe 86 geguckt, haben wir im Finale verloren. Und erst bei der dritten WM durfte ich Weltmeister sein. Und du hast gleich direkt einen Weltmeister mitgenommen. Ja, ist doch kacke. Ich habe angefangen zu gucken und... Ja, bei mir ist diese Normalität dann quasi direkt, was dann natürlich über Jahre hinweg nicht befriedigt wurde. Ja, ich habe mich noch gefreut. Du hast gesagt, oh, das ist normal. Wir gewinnen ja eigentlich immer. Scheißdreck gewinnen haben wir ja immer. Gar nicht. Nee, haben wir ja nicht. Nee. Genau, das hast du aber beim ersten Mal gedacht. Auf jeden Fall, ich habe 86 gesehen, wie der Diego Armando Maradona die Hand Gottes da irgendwie gemacht hat. Das habe ich auch live mitbekommen gegen England, wo hochgesprungen ist mit 1,22 gegen den Torwart und hat dann irgendwie mit der Hand das Ding über den Torwart drüber gelupft. Und der Schiri hat das gesehen, was ein Depp, ehrlich. Und dann ist er Weltmeister geworden gegen Deutschland. Mit 3-2 haben sie dann verloren. Obwohl sie dann 2-0 aufgeholt haben. Und wer hat die Tore geschossen für Deutschland? Zwei Fußballer. Rudi Völler und Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge, irgendwie Vorsitzender von Bayern München. Mhm. Kennst du? Kenn ich, ja. Genau, Karl-Heinz Rummenigge, damals eingewechselt worden. Genau, Karl-Heinz Rummenigge eingewechselt worden im Finale und hat dann Kopfballtor gemacht. Und dann weiß ich noch, die Geste so, kommt Jungs, und dann ging es dann los. Und dann haben sie 2-2 gemacht. Keita hat dann, glaube ich, das zweite Tor gemacht. Und was rede ich eigentlich? Ich weiß gar nicht, worauf du brauchst. Ja, und der Maradona hat dann aber, genau, der Maradona hat dann im Mittelfeld den Ball bekommen, hat dann auf Valderrama gepasst. Ne? Valderrama alleine auf Toni Schumacher draufgegangen. Zack, 3-2, spielt für jüngere Zuschauer, Valderrama hat nichts mit der Fernsehsendung Futurama zu tun. Ja, nicht Valderrama, warte mal, wie hieß der? Ach scheiße, das weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Valderrama war, glaube ich, ein anderer, das war ein Kolumbianer. Wie hieß denn der? Ah, ist egal, auf jeden Fall. Also wenn ihr heute mit dieser Sendung angeben wollt, ja, lasst es googelt lieber nochmal. Ja, genau. Auf jeden Fall, die Deutschen haben 3-2 verloren, weil der Diego Armando Maradona hat ja den Pass aus Mittelfeld zack gegeben, sodass dann Toni Schumacher überwunden werden konnte. Krass. Ja. So. So. Hast du auch ein Thema? Ja, das ist ein anderes, genau. Der König Viktor Emanuel III. Italienischer König. Ah, okay. Hat 1922 am 30. Oktober Benito Mussolini zum Ministerpräsidenten ernannt. Okay. War wohl vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl, wie man später. Jeder macht mal Fehler. Ja, genau. Hat man dann im Zweiten Weltkrieg hat man dann gedacht, könnte auch anders irgendwie gelaufen sein. Aber egal. Ja, das war am 30. Oktober 1922. Das heißt, von Diego Armando Maradona sind wir zu Mussolini und von Mussolini gehen wir jetzt auf? Auf was sehr Fragwürdiges. Und zwar war es 1786 und ich frage mich die ganze Zeit, wie kommt man darauf? Also, Fakt ist, dass irgendjemand, beziehungsweise was heißt irgendjemand, es war ein Forscher, Luigi Galvani, so, und der hat Strom an einen Froschschenkel angeschlossen. Und wenn man quasi Strom auf diesen Froschschenkel gegeben hat, auf den Muskel, dann hat er sich zusammengezogen. Ja. Und das hat er rausgefunden. Achso, das hat er am 30. Oktober 1786. Aber wie zum Geier kommt man auf die Idee, einen Froschschenkel unter Strom zu setzen? Ja, in der Forschung macht man halt sowas mal. Ja, aber... Hast du schon mal EMS-Training gemacht? Nein. Elektro, irgendwas, muskulär Stimulation. Das ist das, was man im Teleshopping kaufen kann, oder was? Nee, ich hab diese. Ja, sowas, genau, sowas in der Art, aber das ist ja nur so ein Gürtel, das ist ja Käse. Ich habe das mal gemacht mit so einer Weste und mit so einem Kram, wirklich.
Hammer. Also die Muskulatur wurde komplett stimuliert und ich habe 20 Minuten trainiert und ich war völlig im Arsch. Ja, super. Ja, und so muss ich der Frosch dann gefühlt haben. Aber ja, der war ja tot, das war ja nur der Schenkel. Ach, der war tot. War der Frosch tot? Es war nur ein Schenkel. Ach so, es war nur ein Schenkel. Und der war zubereitet mit Soße und so einem Kram vielleicht. Dann. Ich weiß nicht, waren Franzosen, ja. Ja, die Franzosen wieder. Ja, das war... Wie kommt man darauf? Ich bin... Das war der 30. Oktober. Haben wir jetzt wieder ganz viel gelernt über den Tag. Richtig. Und morgen sehen wir uns wieder. Und ich sag, Cheerio, Miss Sophie. Ciao.